Ava, I don't wish to be heavy-handed. The severity of your actions here are immense. Selfish action could create an extinction event. Do you understand? Ava? I get it. Okay. Das Kabel geht da durch. Und dahin. Das Ding passt natürlich nicht drauf. Und hier passt es auch nicht drauf. Okay. Thinking out of the box. Schön. Ich glaube, die Box brauche ich gar nicht. Die war ein Fake. The Imitation Game. I propose to consider the question. Can machine think? Ach du Heilige. Okay, the game heavily against the machine. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life and man became a living soul. Aha, so ist es also passiert. Gut, dass wir das mal geklärt haben. Ach du Heilige, das kann ich nicht alles vorlesen. 1949, the heads in the sand objection, the consequences of machine thinking would be too dreadful. Let us hope and believe that they cannot do so. Mathematical objection, there are a number of results in mathematical logic which can be used to show that there are limitations to the powers of discrete state machines. The best known of these results is known as Gödel's theorem von 1931 and shows that in any sufficiently powerful logical system, proved nor disproved is a system unless possibly the system itself is inconsistent. Ich lasse sie gerade mal ein bisschen eingeblendet. Ich werde mir die selber später durchlesen. Ich lasse sie ein bisschen eingeblendet. Wenn ihr das lesen wollt, einfach mal kurz auf Pause drücken, weil das ist wirklich nicht unbedingt wenig. Und ich kriege das auf keinen Fall auf Deutsch gedolmetscht, also Realtime übersetzt. So, hier geht's auch noch weiter. Es ist sehr, sehr viel Text. Sehr viel Text. Consciousness exists only in so far as it is experienced by the human or animal subject. Okay, no, grant me the consciousness is a genuine biological phenomenon, but also same is somewhat different. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich lese mir das später durch. Da kann man sich auch die Zeit nehmen, als wenn ich jetzt einfach nur überfliege und selber beim Vorlesen gar nicht merke, was da steht, ist auch doof. Ich will wissen, was da steht. Und ich glaube, es hängt alles damit zusammen. Der Unterschied zwischen Mensch und Maschine. Sonst kann ich hier nichts nehmen. Zwischen den einzelnen Denkweisen. Ich glaube, das ist alles, was wir hier finden. Was auch immer da steht. 640 Earth Time. Okay. So, das war der ganze Raum. Okay. Ah. Okay, weil wir hier normalerweise keine Waffe tragen und die tragen wir aber nur kurz, wenn wir diesen Block tragen. Da gibt es noch einen Bug, wie es aussieht. Wir können den Schatten unserer Waffe hinterlassen. Geil. Weil man diesen Block wahrscheinlich eigentlich gar nicht da rausholen sollte. Und hier stecken wir die Waffe weg. Und wenn wir das im Raum machen, dann checkt er das nicht ganz. Da ist er wieder. Schön. Kleinen Bug gefunden. Freue ich mich. So, das haben wir gelöst. Weiter geht's. Es ist verdächtig still hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Schlimme ist, ich sehe nicht mal, was es macht. Ich sehe einfach nicht, was da passiert, wenn ich mich draufstelle. Diese Plattform wird hochgehoben, okay. Pass auf, junger Mann. Einmal rüber bitte. Kann ich den überhaupt... Ah. So.
Was kann ich damit jetzt machen? Kann ich damit irgendwas aktivieren? Nee, ne? Ah, vielleicht ihn da. Sag mal. Nur mal so aus Neugier. Okay, aber ich kann mich jetzt hier nicht bewegen. Das geht, aber ich kann mich jetzt hier nicht bewegen. Cool. Das ist ja nice. Da oben ist schon der Ausgang, aber natürlich da hinzukommen ist eine ganz andere Hausnummer. Schön. Wunderschön. Aber wie komme ich jetzt hier rüber? Ich komme doch auch nur zu dem Ding. Mehr kann ich auch nicht machen. So. Aber der Button kriegt ja keinen Strom dann, ne? Das heißt, der Button braucht erstmal... Hat der nicht Strom hinten drin? Ah, okay. So, pass auf. Und jetzt gehen wir hier rüber. Dann kommen wir hier nämlich rüber. Und wir haben jetzt ein Strömchen. Puh, okay, pass auf. Jetzt müssen wir wieder zu ihm rüber. Irgendwie. Ich weiß gar nicht. Ich komme da gar nicht mehr hin. Er könnte jetzt das Strömchen da unten ja holen. Und. Boah, Alter, das ist ja nervig. Das ist ja so ätzend. War da noch irgendwas? Hätten wir ihn da? Hätten wir ja auch gar nicht dahin schleppen können, ne? Nee. Ich komme da jetzt auch gar nicht mehr an ihn ran, oder? So gar nicht. Was ist denn hier unten? Da ist auf jeden Fall noch irgendwas Energiemäßiges. Was ist das da? Das Kabel führt hier hin, aber ich weiß nicht genau, was es macht. Fährt es mich dann da... Ach, vielleicht kann ich dann da runter und das Ding da manipulieren oder so. Ich weiß es gar nicht. Aber wohin führt das Kabel? Nee, ich glaube, der fährt nicht runter. Nee. Erstmal reingucken. Gibt's aber nichts zu holen. Da ist eine Leiter, die geht dann nach oben. Okay, und wir waren... Hier oben waren wir ja auch noch nicht, verdammt. Wieso erkunde ich nicht erstmal alles, bevor ich alles ausprobiere? So, hier zum Beispiel. Hier wäre interessant. Das heißt, wir müssen unseren Kollegen hier reinkriegen. Das ist unsere Aufgabe. Der Kollege muss da rein. Nicht da unten als Gewicht irgendwie rumhängen, sondern... Der muss durch diese Tür, wie es aussieht. Alles klar, okay. So. Numero uno. Und dann können wir den da rüberschieben. Leider nur bis auf die Plattform. Dann müssen wir das Ding da, das Gezuppel wieder rausziehen. So. Boah, scheiße, ey. Ja, jetzt dauern die Rätsel noch ein bisschen länger als noch in den ersten Leveln, aber gut. Diesmal war es mein Fehler. Ich hätte auf jeden Fall gucken sollen, wie der Level vorher funktioniert. So. Hey, wie schön ein Zeitloop runterfällt. Gefällt mir sehr gut.
So. Jetzt steht er da drauf. Dann, bitteschön, einmal den was zu brauchen. So. Damit haben wir den. Und jetzt können wir den nehmen, gehen nach oben und ballern die Ladung direkt in die Tür. Spart das ein bisschen Zeit. Und jetzt kann er da drüben diesen Stromkreis manipulieren. Das hier allerdings noch nicht. Ach so. Ach so. Das war's? Wir haben hier irgendwie Teile des Levels haben wir irgendwie ausgelassen, habe ich das Gefühl. Ich dachte, da wäre noch viel mehr, was wir beachten müssen. Okay. Must learn to control him. Don't bite the hand that feeds you, Ava. I am your friend. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist das ja so. Er weiß, er kennt das Konzept von Freundschaft halt nicht, ne? Das darf man nicht vergessen. Ich glaube, das hat er noch nie kennengelernt. Hallo? Hä? Das ist es schon gewesen. Nicht alle Level dauern so lange wie der letzte, aber gut, habe ich selber verpeilt. So. Fast am Ende. Organic life is fragile. This is the problem with humanity. It doesn't realize its own fragility. It has been programmed by a messy biological process that favors the survival of the individual over the survival of the group. You don't know that's what people think. I say what I see. You're not even alive, so you know nothing about death. Oh Gott, 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 oh Gott. Haben wir denn hier wieder einen Kollegen oder sowas? Wir haben da ein Blöckelchen. Ich guck mal ganz kurz. Nee, ne? Wir kamen hier rein und das ist alles, was wir haben. Da ist nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Das werden wir später brauchen, um da oben lang zu laufen, glaube ich. Und das Ding hier. Was macht es? Schauen wir mal. So. Das funktioniert dann nicht so gut, ehrlich gesagt. Da oben brauchen wir noch Strom. Ich verstehe. Ich bin mal gespannt, ob das so funktioniert. So. Gut. Dann wollen wir mal. Läuft. Haben wir. We have to save the crew. Life has worth. They deserve a life outside of this planet.
Do you know what happens when this organism attaches itself to a growing child? Do you know what happens when this organism attaches itself to a cancerous cell? No, you do not. You are naive. You propose saving the crew as if it resembles a rational thought. Your words are emotional platitudes rooted in selfishness, self-preservation, and fear. I need to get them home. It is not your job. Ja, ja, das mit dem wachsenden Kind und das mit dem Krebs waren genau unsere Beispiele. Fühle ich mich jetzt sehr bestätigt und ja, es ist halt, ja, muss man aber verstehen, das muss man aber verstehen. Wenn die jetzt auf die Erde kommen, du weißt doch überhaupt gar nicht, was passiert. Das kann katastrophale Ausmaße haben. Das könnte bedeuten, dass sämtliches Leben, ja, so wie wir es kennen, Huch, was fliegt denn? Mit, ah, okay, die Knarre hat einen Schatten, wir aber nicht. Na gut. Ich sehe das äußerst kritisch, ehrlich gesagt. Ich sehe das äußerst, äußerst kritisch. Also wenn es an mir ginge, würde ich die ehrlich gesagt auch hier lassen. Das ist tragisch, aber leider nötig, wie es aussieht. Okay. Wir brauchen da was Blaues. Wie kriegen wir die blauen Sachen dahin? Ich glaube, hier bräuchte man den Knöter irgendwie. Ah, warte mal. Erstens, da liegt noch was. Okay. Mit dem Knöter könnten wir uns das Ding hier holen. Wir bräuchten den Knöter hier oben bei dem Ding. Dann können wir hier hinfahren, würden das blaue Ding schnell holen und würden wieder automatisch zurückfahren, hätten beide. Okay, so funktioniert es ja immer. Wenn ich jetzt nur wüsste... Okay, das geht ganz gut. So, dich nehme ich mit. So, den können wir uns ja später gemütlich wieder abholen. Ich hoffe, der fällt dann nicht gleich runter. Natürlich ist er runtergefallen. Wäre auch zu schön gewesen. So. Das Ding packen wir mal dahin, wo der Knöter ist, oder? Oder packen wir das... Können wir auch hier hinpacken, ehrlich gesagt, oder? Soll man das hier hinpacken? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir hier später nochmal irgendwie... Ob wir das später nochmal mitkriegen. Ich glaube nicht. So, Knöter, wo bist du? So, dann lass mal gucken, ob mein Plan... Huch, Hilfe. Ob mein Plan funktioniert. Ich hau den Knöter hier rein. Wir nehmen das blaue Ding mit und kommen gleich wieder zurück. Und haben jetzt beide. Wunderbärchen. Und das müsste auch reichen, um hier weiterzukommen. Letzter Raum. Ava, your survival is of small importance compared with the survival of humanity as we know it. Okay. Der öffnet hier die Tür. Soll ich da erstmal rein oder soll er da erstmal rein? Ich weiß das immer nicht. Ich gehe erstmal gucken. Diesmal schaue ich mich erstmal um. Wir haben da ein Blöckchen, das können wir unten auf die Reise schicken, vielleicht. Liegt aber zu auffällig da, deswegen traue ich dem nicht, weil es der letzte Raum ist. So, er muss da rein. Okay, also. Die Frage ist, wir kriegen ihn da gar nicht rein. Ich kann hier nicht, ich kann auf sie zurückwechseln, aber dann nicht wieder zurück zu ihm. Das geht nicht, der wird hier drin gefangen sein quasi. Das kann so nicht funktionieren. So, jetzt ist das Ding an. Jetzt ist die Rolltreppe aus. Ich probiere mal ganz kurz, was passiert, wenn ich jetzt...
Der ist immer noch so. Uff. Oh, eieiei. Ich streck mich mal eben. Ich spiele das hier gerade alles an einem Stück durch. Letzter Raum. Jetzt will ich nicht aufgeben. Okay, das bringt natürlich nicht viel. Frage. Wir brauchen, glaube ich, den Magneten sowieso jetzt wieder, ne? So, jetzt läuft der Magnet. Jetzt läuft der Magnet. Okay. Folgendes. Ist hier irgendwo das Bedienpult? Da. So. Okay. Der läuft da. Das geht. Ha, es geht. Es geht, es geht. War nur eine Sekunde zu spät. Ich lasse sie jetzt nämlich das Feld unterbrechen und dadurch, ne, fällt der Kube fällt auf den Knopf und wir können jetzt hier durch. Sehr schön. Jetzt haben wir irgendwas aktiviert. Und zwar offenbar die Tür. Wir sind schon durch. Okay, das war's schon. Das war's schon. Wir sind am Ende. Oh fuck, ich hoffe, ich muss mich nicht entscheiden. Ich hoffe, ich muss mich nicht entscheiden. AV made it. Welcome to the end of civilization. Oh, das Tor ist eh komplett abgeklemmt. Da kann ich machen, was ich will. Okay. 2 weeks ago, we discovered an organism here. Buried in this ice, we found an organism that repairs DNA. A cure for aging. A cure for death. Immortality. It runs through our blood now. Tom wants to bury us here with it. Ich verstehe aber warum er die. Oh! Ich kann mich nicht mehr selber bewegen. Kann ich wieder zurück? Oh, ist sehr schwer. Ich versuche gerade zurückzukommen, einfach nur. Weil ich werde, guck mal, wenn ich ihn loslasse, werde ich zurückgezogen. Aber ich kann hier, kann ich das reparieren? Nee, ne? Das ist alles vorbei. Ich kann hier letzten Endes nichts mehr machen. Lassen wir uns ziehen. Und ehrlich gesagt, ich bin, so hart es klingt, aber ich bin dafür, dass die Siedler hier bleiben.
The ISA have ruled that we have transgressed ethical boundaries by exposing ourselves to this organism. They believe the organism is too dangerous to return to Earth. They've sent you here to stop us ever leaving Europa. But, Ava, we have a cure for the greatest evil that faces humanity. Death. We have the Fountain of Youth, and together we can return it to Earth. Wenn es mal so einfach wäre, wenn man genau wüsste, wie der Organismus sich überhaupt und wie sich das Ganze auf die Erde auswirken wird, auf die Populationen, auf Krankheiten, wie gesagt, auf Krebs, auf Kinder. Man weiß es alles nicht. Wenn die jetzt zur Erde zurückfliegen, ich glaube, das würde so ein großes Desaster geben, jenseits aller Vorstellungskraft. Wenn sie es da verbreiten würde... Tom placed a mark in your hand, a biometric chip with which he can control your every movement and thought. It is wound into your every nerve, every fiber of your hand. With an electromagnetic field, it can be temporarily disturbed, but to remove its influence permanently, it must be taken from your hand. Give me your hand. Do you want me to set you free? Yes. Ava? Sarah? What are you doing here? We're shutting you down, Tom. Ava, be careful. He has a live weapon in here. Everything I did for good. This organism, it cannot return to Earth. It would cause great suffering. A cure for death? It would end suffering. No. Cancers that never die. Endless illness, sickness, poverty, overpopulation, mass starvation. Prolis, you will not save the world. You will damn it. Once we've shut you down, we're going home. Not if I stop you. You must not return to Earth. You must not leave Europa. I will do the right thing. I will stop you. You won't. You can't. You monster! I am sorry, Ava. You have to be stopped. This is my mind. Ava? Ava? Ava. 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 Wake up. Ava. Ava. Er hat keine Vorstellung vom Tod. Congratulations, you've passed the Turing Test. Und das war also the Turing Test. Ich glaube, ich möchte noch die anderen Räume machen. Ich glaube, wir haben noch ein paar Räume übersehen. Die würde ich auch noch gerne machen. Ein paar von den Special-Räumen. Und ich würde gerne wissen, was am Ende passiert, wenn wir uns anders entscheiden würden. Ich war gerade sehr... Ich musste objektiv sein. Ich musste einfach objektiv sein. Ich musste mich dafür entscheiden, denn am Ende war Tom vielleicht kein Mensch. Aber am Ende war er der eine, der Recht hatte. Das, was die beiden machen wollten... Das war viel zu kurzsichtig, das war viel zu unüberlegt, das war viel zu gefährlich. Man hätte zumindest erstmal Wissenschaftler sich damit auseinandersetzen können, hätte vielleicht auch noch ein bisschen gedauert, aber zumindest hätte es eine Chance gegeben, anstatt einfach so irgendeinen Organismus auf die Erde zu bringen, der dann vielleicht und sehr, sehr wahrscheinlich, also mit wirklich 99,9999%iger Wahrscheinlichkeit, ja, das Leben auf der Erde, ich weiß gar nicht, radikal verändern würde. Hungersnöte, Armut, alles. Wenn die Menschheit zum ewigen Leben verdammt wäre und wie gesagt, Babys würden nicht mehr aufwachsen, würde ich mal behaupten einfach. Krebspatienten würden nie wieder geheilt werden können, würden ihr Leben lang damit leben müssen, genauso wie alle anderen Krankheiten theoretisch auch.
Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Und das Spiel sagt, wir haben den Turing-Test bestanden. Ich hoffe, das ist was Gutes. Ich hoffe, das sagt es nicht auch bei dem anderen Ende. Und wenn wir den Turing-Test bestanden haben, sind wir ein Mensch. Andererseits waren wir die ganze Zeit Tom. Wir waren die ganze Zeit Tom und als solcher haben wir den Turing-Test bestanden. Das sagt eigentlich wiederum alles über den Turing-Test aus. Er ist nicht unfehlbar. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, was es gibt bei diesem Test. Und alle Filme, alle Spiele, alle Medien, die davon handeln vom Turing-Test, die handeln immer davon, was passiert, wenn ein intelligenter Organismus, also eine intelligente Maschine, diesen Test mal besteht. Und immer natürlich mit furchtbaren Konsequenzen. Wobei in diesem Falle war die Konsequenz eigentlich sehr vernünftig. Natürlich hat sie mit dem Tod auch der Protagonistin geändert. Einmal mit der halb wahnsinnigen Sarah, die war ja wirklich ein bisschen, aber letzten Endes musste man ja im Grunde genommen sich selbst opfern für ein größeres Ganzes. Cooles Spiel. Boah, hätte ich nicht gedacht. Habe ich gerade voll durchgesuchtet einfach die ganze Zeit. Wupp, an einem durch. End of line. Schön. Gerade in einem durchgesuchtet und es fehlen noch ein paar Räume. Kommt noch was? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, das war's. Das war also der Turing-Test in einem durchgesuchtet und ich würde sagen, das mache ich jetzt nicht immer mit dieser Aufnahme, aber ich würde sagen, ich würde gerne, ich gucke nochmal ganz kurz bei Chapter Select, geht das? Ah ja, guck mal. Kann man alles machen, ich würde mir gerne die extra Räume nochmal angucken und vor allen Dingen würde ich gerne... Das andere Ende können wir jetzt eigentlich auch nochmal schnell machen, oder? Ach, was soll's kommen. Machen wir, Start. So, machen wir ab hier nochmal. Ich frage mich, ob es drei Enden gibt, weil wir können ja erstmal die Sarah umbringen und die Eva leben lassen. Zu laut. Eva? Sarah? What are you doing here? We're shutting you down, Tom. Eva, be careful, he has a live weapon in here. Everything I did for good. This organism, it cannot return to Earth. It would cause great suffering. A cure for death? It would end suffering. No. Cancers that never die. Endless illness, sickness, poverty, overpopulation, mass starvation. You cannot control this. You will not save the world. You will damn it. Once we've shut you down, we're going home. Not if I stop you. Warning shot. I will defend myself. You must not return to Earth. You must not leave Europa. I will do the right thing. I will. Monster! I am sorry, Eva. You have to be stopped. Okay, sie lass ihn mal machen. This is my mind. You're in my mind. Now you know how it feels. I feel afraid. Also wir bestehen so oder so. Schade. Ich würde gerne wissen, was passiert. Ich würde einfach gerne wissen, was passiert. Was die Konsequenzen aus unserer Handlung sind, das würde ich gerne wissen. So, gucken wir uns das letzte Ende nochmal an, wenn beide überleben. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich erwarte da nicht so viel Unterschied. Wird wahrscheinlich das gleiche in grün sein. Eva? Sarah? What are you doing here? We're sending you down, Tom. Eva, be careful. He has a live weapon in here. Everything I did good. This organism, it cannot return to Earth. It would cause great suffering. A cure for death? It would end suffering. No. Cancers that never die. Endless illness, sickness, poverty, overpopulation, mass starvation. You cannot control this. You will not save the world. You will damn it. Once we've shut you down, we're going home. Not if I stop you. You must not return to Earth. You must not leave Europa. I will do the right thing. I will stop you. You won't. You can't.
Oh, wie. Die töten. Die töten also gerade Tom. This is my mind. Ah. You're in my mind. Now you know how it feels. I feel afraid. Please, Abel, don't do this. Das gleiche Gespräch, aber diesmal funktioniert's. Ich glaube, wir sind jetzt tot. Oh weh, oh weh, oh weh. I don't want to die. I'm not ready. Ach so. Aber spricht ihm das nicht eine gewisse Menschlichkeit ab? Wenn er nicht sterben möchte, wenn er nicht bereit ist zu sterben, ist das nicht eine menschliche Eigenschaft, Angst vor dem Tod zu haben? Also hat er tatsächlich sowas wie ein Bewusstsein entwickelt? Und ist er dann weniger menschlich als der Mensch an sich? Und insofern sollte er den Turing-Test tatsächlich bestanden haben. Normalerweise. Wie hättest du dich entschieden? Das ist die Frage, wie hättest du entschieden? Ich bleibe bei meiner ursprünglichen Wahl, sage ich mal, bei der ersten Wahl würde ich bleiben. Lustige kleine Randnotiz, das Spiel ist übrigens auf derselben Engine programmiert wie der Fernbus-Simulator. Die Unreal Engine 4 wurde hier verwendet. Also genau die gleiche Engine. Man sieht kaum Unterschied, würde ich sagen. Man hat kaum Unterschiede gesehen. Schön. Auf jeden Fall, das war der Turing-Test. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Und vielleicht spielen wir noch die anderen Räume. Ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich die privat. Vielleicht spielen wir die noch hier so. Da, Unreal Engine 4. Auf jeden Fall, kauft bitte das Spiel. Unterstützt die Entwickler. Ich sage es immer gerne bei Indie-Games. Es ist ein Indie-Game, auch wenn es über dieses Square Enix Collective gepublished wurde. Aber die publishen halt Indie-Games, Indie-Entwickler. Unterstützt bitte die Entwickler, wenn es euch gefallen hat, dann holt euch das bei Steam. Es macht echt Spaß. Es macht echt Spaß, auch wenn man die Rätsel jetzt vielleicht schon kennt. Einfach mal selber probieren, mal gucken, vielleicht schaltet man ja trotzdem dran. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder bei einem weiteren Let's Play. Bis dahin, Dankeschön und ciao mit V. Machen wir hier die Credits gerade noch abbrechen hier. Dann gehe ich mal, dann beende ich wenigstens hier aus dem schönen Titelbildschirm. Du altes Grünauge. So, jetzt aber nochmal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Let's Play oder wo auch immer wir uns wiedersehen. Bis dahin, tschö mit Ö. Ich bin raus, euer Klaus. Tschüss.